Hallo Insektenfreunde, heute geht es um Tiere, die mich absolut faszinieren. Ja, mit einem sehr skurrilen Aussehen, ja wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Und ja, streng betrachtet sind sie das auch. Die Assel ist nämlich ein Krebs. Und ja, ein Krebs, der an Land lebt und mittlerweile alle Kontinente außer die Antarktis erobert hat. Ja, zum Glück. Ja, und zwar fressen die sich durch die oberen Bodenschichten durch und ja, vertilgen eigentlich so gut wie alles. Pflanzenreste, Abfall, ja, sie fressen sogar ihren eigenen Kot, ja, damit wirklich gar kein Nährstoff vergeudet wird. Und wahrscheinlich würden sie sogar ihren eigenen Urin trinken, ja, wenn sie welchen produzieren würden. Also es ist eine von den wenigen Tiere, die quasi den Ammoniak über ihr Exoskelett ausdünsten und ja, somit sparen sie sich die Energie, die Umwandlung ansonsten kosten würde. Ja, ich habe euch jetzt zwei Zuchtansätze gezeigt, wie man ihn eigentlich kaufen kann überall. Ja, die bekommt man in Heimchendosen, da ist ein bisschen Laub drin, da ist ein bisschen Humus drin. Auf Dauer kann man die da nicht halten, ja, man möchte sie ja züchten und da brauchen sie ein bisschen mehr Platz dazu. Und ja, deswegen möchte ich euch einfach mal zeigen, ja, wie man so einen Zuchtbehälter einrichtet, was man dazu braucht. Und ja, da unternehmen wir heute eine kleine Reise. Ja, für die, wo es noch nicht wissen, ja, ich wohne in der Stadt und ja, da ist der Wald nicht um die Ecke. Da muss ich mit der U-Bahn hin. Hab gedacht, ich nehme euch mal mit, zeige euch mal ein bisschen meine City und ja, wir quatschen ein bisschen nebenbei. Ja, bevor wir wieder zum eigentlichen Thema kommen, kurz die Antwort. Ja, das hier ist Stuttgart und ja, das ist eine U-Bahn, ja, auch wenn sie oben fährt. Ja, denen ist das Geldausgang, ja, und dann haben sie sie einfach oben hingelegt. Ja, so sind die Schwaben und ja, jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema Asseln. Ja, wir waren beim Urinieren und wenn wir schon bei der Verdauung sind, gibt es da auch noch was Interessantes zu sagen. Und zwar, die Assel vermischt im Darm die Essensreste. Ähnlich wie der Regenwurm und ja, die vermischt die mit Erdteilchen und dadurch entstehen Ton-Humus-Komplexe, die auch noch recht reichhaltig sind an Nährstoffen, wo dann auch sehr gern die Springschwänze rangehen, die quasi nochmal fressen und sie dann in Humus verwandeln. Ja, wie ihr sehen könnt, dahinter ist der Wald, ja, wir sind schon da, ging jetzt schneller wie gedacht, ich hätte euch noch viel mehr erzählen können und ja, da füllen wir jetzt mal unsere Brabla-Stoßen auf. Ich habe da die 1,2 Liter Dosen, da setze ich jeweils 5 Asseln rein und da machen wir jetzt mal einen schönen Bodensubstrat rein. Dazu müssen wir einfach mal die obere aktuelle Laubschicht wegmachen und drunter verbirgt sich dann ja die alte Laubschicht, ja, von den letzten paar Jahren, die schon wirklich verrottet ist oder ja, teilweise verrottet ist und das ist das optimale Bodensubstrat für unsere Asseln. Ja, aus was setzt sich das zusammen? Das sind einfach schon zersetzte Reste. Da haben wir alte Bucheckern, da haben wir alte Eicheln drin. Totholz ist mit drin und auch Wurzelwerk. Das können wir wirklich alles als Bodensubstrat verwenden. Das werden unsere Asseln zu Hause einfach weiter zersetzen. Und ja, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Ach Mensch, das sieht nicht toll aus oder das ist jetzt keine schöne Erde. Ja, genau sowas ist genau das Richtige für die. Ja, wir sollten einfach auch darauf achten, dass wir uns im Laubwald befinden und nicht im Nadelwald. Das hat einfach damit zu tun, dass Nadelgehölz ziemlich verharzt ist. Und wenn die Tiere dieses Harz fressen, gibt es oder kann es Verdauungsprobleme geben. Auch die Jungtiere können da drin kleben bleiben. Ja, das kennt ihr alle aus Bernstein. Ja, das ist ja nichts anderes wie Baumharz, versiegelt über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und ja, deswegen sucht euch einen Laubwald raus. Und ja, hier habt ihr ein schönes Beispiel dazu. So, ich klopfe gegen Holz, um einfach mal Totholz zu finden. Und alles, was fest und die Knöchel wehtut, ist kein Totholz, wo unsere Asseln fressen. Sondern hier haben wir ein schönes Beispiel. Ja, ihr könnt es wirklich wegziehen mit dem Finger. Ihr könntet es auch mit den Fingern zerreiben. Ja, das ist so kurz vor dem Zerfall oder teilweise wirklich auch schon beim Zerfall selber. Und genau das ist das Material, wo wir suchen, wo wir brauchen. Dann können wir noch ein bisschen Moose mitnehmen. Da verstecken sich auch gern bestimmte Asselarten drunter. Das finden wir alles schön im Wald hier. Und das können wir auch von allem ein bisschen wegnehmen. Ja, nicht komplett roten.
sondern wir nehmen bewusst das weg, gucken auch, ist irgendwo ein Tier in der Nähe, nein, ist es nicht, dann können wir es einpacken und ja, unserem Hassel daheim ein schönes Habitat herstellen, das der Natur natürlich ziemlich nahe kommt. Ja. Ja, in der Rinde könnt ihr sehen, da sind auch schon Tiere durchgegangen und haben die teilweise gefressen und da liegt jetzt Kot oben drauf, ja. Also vielleicht ein Holzwurm, vielleicht ein Wurm oder auch eine Assel, ja. Und genauso sieht es dann aus, das kennt ihr mit Sicherheit auch schon alle. So, wir haben alle Dosen gefüllt, wir gehen heim. Ja, aber nochmal auf U-Bahn habe ich keinen Bock, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, deswegen apparieren wir mal schnell und ja, dann machen wir weiter. Ja, jetzt schauen wir mal rein, ja, was wir alles dabei haben und ja, wie unsere Ausbeute so ist und ja, vielleicht interessiert es euch auch, wie es jetzt weitergeht. Ja, also ich mache die jetzt nicht einfach so da rein, die Asseln, sondern ich behandle den Waldhumus weiter. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, da ging es um Thema Bodengrund bei Terrarien. Ja, jetzt gucken wir zuerst uns mal an, was wir alles haben. Ja, und es ist doch eine tolle Mischung, ja, aus Laub, aus Moos, aus Totholz, aus Waldhumus. Ja, das ist genau das optimale Substrat für einen schönen Zuchtstart mit unseren Asseln. Ja, jetzt zeige ich euch, wie ich die Erde behandle. Und zwar nehme ich da einfach, ja, das ist so eine Suppenschüssel, wo ich das reinmache. Sie muss halt einfach ein bisschen hoch sein, sie muss hitzebeständig sein, Mikrowellen geeignet, weil da kommt das Zeug gleich hin. Und dann machen wir oben drauf noch einen Deckel, damit ja, die Feuchtigkeit da drin bleibt und nicht komplett ausdunstet. Und dann machen wir das Ganze in die Mikrowelle. Ja, 30 Sekunden später ist das Zeug richtig heiß, ja, also da überlebt nichts mehr und genau aus dem Grund machen wir es auch. Ja. Wir wollen da drin keine Ameisen haben, wir wollen keine Zecken haben, wir wollen einfach ja, einen neutralen Boden haben für unsere Asseln, dass wir keine Angst haben, okay, da sind jetzt Spinnen drin, wo die jungen Asseln fressen können oder sonst irgendwas, sondern wir fangen einfach mal bei Null an. Und wenn wir da noch mehr Tiere haben wollen, ja, wie Springschwänze, tropische Springschwänze, die da drin dann auch überleben, dann führen wir die wirklich ja, einzeln hinzu. Da scheiden sich auch die Geister, das weiß ich auch. Manche von euch machen das nicht. Ja, die wollen da irgendwie die Insekten vom Wald auch noch mit drin haben. Ich möchte es nicht, deswegen zeige ich es euch. Ich habe aber auch ja, die Weisheit nicht mit Löffel. Von dem her ja, könnt ihr alles ausprobieren. Könnt auch gerne mal eure Erfahrungen unten reinschreiben, die interessieren mich natürlich auch. Da schreibe ich immer noch dann Artnamen oben drauf. Ich mache dann auch noch Löcher ringsrum rein. Meistens mit der Nadel brenne ich die rein, damit da wirklich auch eine Belüftung da ist. Auf die Arten, auf die Tiere gehe ich selber auch nochmal ein in den nächsten Videos. Ich stelle euch verschiedene Arten vor und ich habe da bestimmt 20, 25 verschiedene Arten, wirklich auch seltene und tolle Asseln dabei. Wenn ihr schon mal sehen wollt, was für Asseln ich habe, guckt in meinen Blog rein unter Nachzuchten. Ich gebe auch immer wieder welche her, weil ich einfach zu viel habe. Und ja, ich freue mich auf weitere Videos mit unseren Tieren und dann wünsche ich euch eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.